Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute koche ich wieder mal Suppe, eine sattmache Suppe, sehr gesunde Suppe und sehr leckere Suppe. Und so sieht die aus. Und wenn ihr Interesse habt, was für so eine Suppe heute koche ich, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer, sehr, sehr lecker. Folgende Zutaten habe ich mir jetzt vorbereitet. Eine Süßkartoffel und jetzt im geschälten Zustand jetzt ungefähr 250 Gramm. Ein Zwiebel, so eine halbe grüne Paprika. Ich mag grüne Paprika nicht in Salat, aber wenn ich kaufe so ein Mix Paprika, dann verbrauche ich die in irgendwelche Soße oder Eintöpfe oder heute in die Suppe. So ein kleines so ein Stückchen Ingwer für die Schärfe, ein paar Knoblauchzehen und dann habe ich mir auch schon vorbereitet, diese Linsen stehen schon über 30 Stunden. Ich habe die gestern sozusagen Vormittag gestellt und heute habe ich die Vormittag schon einmal abgespült und wieder so in mein Töpfchen wieder reingesteckt. Kein Wasser steht, das Wasser soll nicht stehen. Und die haben jetzt sogar gekeimt. Wenn ihr könnt gut in die Kamera sehen, die haben schon kleine so Sprossen. Und das kann man machen, muss man aber nicht sein. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr das bisschen die Sprossen macht von den Linsen, die sind viel verträglicher, die sozusagen fast fermentiert werden über Nacht oder über diese mehrere Stunden und reichen noch mehr wertvolle Vitamine und Wirkstoffe. Und dann brauchen wir die auch nicht 30, 35 Minuten kochen. Diese Linsen, das ist nicht die Berglinsen, welche muss man über Nacht einweichen. Das sind die, ohne einweichen kann man kochen. In 30, 35 Minuten sind die fertig. Jetzt durch das Einweichen und dass die sind schon ein bisschen so gekeimt haben, werden die noch besser. Jetzt gehe ich an den Waschbecken und spüle die richtig gut mit kaltem Wasser und gebe auf den Sieb. So, die Linsen habe ich ausgewaschen und abgesiebt und jetzt bereiten wir die restliche unserer Zutaten. Den Zwiebeln schneiden wir in kleinere Würfelchen. Den Knoblauch können wir auch klein schneiden. So, Knoblauch haben wir jetzt auch fertig. Und jetzt Ingwer. Die Ingwer auch in so eine kleinere Würfelchen oder Streifchen. Kann man natürlich auch getrocknete Ingwer nehmen. So, und die Paprika auch in kleine Würfel. Und die Süßkartoffel auch. Ich mag alles klein zu schneiden, deswegen so eine Würfelchen. So, Gemüse haben wir jetzt alle geschnippelt, alles vorbereitet und ich werde heute kochen mit dem Rinderbrühe. Kann man natürlich auch nur Gemüsebrühe nehmen oder Hühnerbrühe, das ist nach eurer Wahl. Und anbraten werden wir mit Olivenöl. So, von den Gewürzen nehme ich Pfeffer, Chili und Cayennepfeffer Mix, dann noch ein bisschen Kurkuma-Pulver und natürlich eine meine so eine selbstgemachte Gemüsepaste, die passt auch sehr gut zu jeder Suppe. So, jetzt gehen wir ans Herd und werden wir langsam unsere Suppe kochen. Nehmen wir uns passende Töpfchen. Ich nehme nicht so einen ganz großen. Ist für 2 Liter, kann man 2,5 noch schon machen. Gebe ich da ungefähr 2 Esslöffel Olivenöl. 1, 2. Und gebe erstmal den Zwiebel rein, Knoblauch und Ingwer
und brate es, bis da so ein schöner Geruch kommt von angebratenen Zwiebeln und Knoblauch. So, schaut, es fängt schon ein bisschen goldig sein. Geben wir jetzt auch Gemüsepaste. Wenn ihr keine Gemüsepaste habt, könnt ihr einfach Gemüsepulver nehmen. Gebe so zwei solche Löffelchen und gebe erstmal kein Salz. Das können wir immer dann nachwürzen. Noch ganz kurz mit der Gemüsepaste so einschmoren. Und dann können wir schon unsere alle Zutaten reinmachen. Außer Paprika. Paprika gebe ich so ungefähr so 5 oder alle höchstens 10 Minuten vor Ende. Süßkartoffeln und die Linsen. Das ist eine sehr schöne Detox-Suppe. Wer will, so im Frühling abnehmen oder Detox-Kur macht, kann so eine Suppe kochen. So, und jetzt geben wir nur dann Rinderbrühe oder Gemüsebrühe. Ich gebe erstmal 1 Liter und dann sehen wir, ob wir brauchen noch mehr oder nicht. Was für so eine Konsistenz von der Suppe mögt ihr? Können gleich probieren und dann auch nachwürzen. Von dem Salz brauche ich nicht, aber ich gebe schon ein bisschen Kurkuma. So viel. Fast ein halber Teelöffel. Und Cayennepfeffer mit Chili. So, schöne scharfe Suppe. Und lassen wir jetzt köcheln. Köcheln wir so lange, bis das unsere Kartoffel wird sowieso schnell fertig, bis dass die Linsen schön weiß sind. So, es kocht schon jetzt ungefähr so fast 25 Minuten. Und jetzt können wir unsere Suppe pürieren. Ich habe schon probiert, die Linsen sind weich, Süßkartoffel ist auch schon fertig. Und bevor ich jetzt Paprika reinmache, weil ich mag, wenn die Paprika ein bisschen noch sozusagen knackig ist, püriere ich erstmal den Suppe und dann gebe die Paprika. Wenn ihr natürlich mögt, nicht die knackige Paprika rein, dann könnt ihr jetzt dazu geben, 5 Minuten kochen und dann nur pürieren. So, ich habe mein Herd ausgemacht und jetzt püriere. Und dann bitte sehr, sehr vorsichtig, weil es kann auch spritzen und sehr, sehr heiß. So, für meinen Geschmack reicht das schon. Das ist schon cremig. Könnt ihr jetzt sehen bei mir diese Konsistenz? Von diesen alle Zutaten, was ich genommen habe, könnt ihr schauen, es ist nicht zu dick, vielleicht sogar etwas bisschen dünner. Vielleicht kann man nur erstmal 800 ml von der Brühe nehmen und lieber später dazu geben, wenn einer mag etwas dickere Suppe. So sieht unsere Suppe. Jetzt gebe ich Paprikawürfelchen hier und die Kräuter. In meinem Fall habe ich hier Dill und Schnittlauch. Könnt ihr auch Petersilie nehmen. Umrühren und lassen wir jetzt auf die niedrige Hitze so 5 Minuten vielleicht so leicht, ganz leicht köcheln. Und dann können wir schon servieren. So, meine Lieben, nur ein paar Minuten habe ich langsam köcheln lassen und dann den Herd ausgemacht und einfach noch 10 Minuten ruhen lassen, meine Suppen. So sieht er jetzt aus. Schaut ihr, was für so ein Konsistenz. Und dann kann man diese Suppe natürlich servieren nach eurer Lust und Laune. Kann man auch Schmand dazu geben oder Creme fraiche, kann man aber auch zum Beispiel Parmesan-Käse obendrauf reiben. Das ist auch lecker. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig. Haben wir uns eine leckere, gesunde Suppe gekocht. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Besonders
weil ich Rinderbrühe genommen habe. Das kommt so in voller Geschmack, diese Suppe. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!